vorstellen, Patrick Simon. Brutal, brutal, der hört gar nicht mehr auf. Das Ding hat einfach, glaube ich, viel zu viel Leistung für dieses Auto. Das raucht und qualmt und schiebt an allen Ecken und Enden. Wer irgendwie MS Europa oder Queen Mary hier mal schön so eine Luxuskreuzfahrt buchen will, der ist hier völlig fehl am Platz. Das ist hier, das geht direkt bis ins Knochenmark hinein, dieses Auto. Da spürt man jeden Hubbel, jede Bodenwelle und die Schweißperlen im Gesicht zeigen das Übrige. Oh, ich glaube doch, das ist ein Männerauto. Jawohl, es geht quer. Das Auto ist wirklich bis ins kleinste Detail in einer solchen Feinfühligkeit gebaut. Man nimmt sich einfach nur mal das Lenkrad. Ja? Abnehmbare Lenkräder sind in Deutschland eigentlich verboten, weil der Schnellverschluss, man könnte das Ding ja abmachen und könnte in die Wand fahren. Das hat man bei KTM so geil gelöst, dass man einen zweiten Ring reingesetzt hat und so zwei Hände braucht zum Abnehmen. Und damit hat man die TÜV-Zertifizierung bekommen. Jetzt die Lauscherchen aufsperren. Oh, hallo. V8 ist doch schon was Feines, oder? Wow.